Allererste und neueste Infos zu den zukünftigen geplanten Seasons und wie diese aufgebaut sind, plus die ersten exklusiven Eindrücke inklusive Gameplay über die drei neuesten Chars und einige neue Ultimate-Waffen in The First Descendant, all das erfährst du hier. Doch bevor wir loslegen, möchte ich dich noch auf unseren The First Descendant Community Server aufmerksam machen. Wir sind nämlich gerade dabei, uns eine riesen Community rund um The First Descendant aufzubauen und falls du Bock hast, ein Teil davon zu werden, bist du herzlich eingeladen, uns dort beizutreten oder auch gerne mal in den Livestreams vorbeizuschauen. Dort wird es nämlich ab dem offiziellen Release exklusiven und vor allem kostenlosen Loot geben, den es nur auf bestimmten Kanälen geben wird und ich bin einer davon. Einfach die auf dem Bildschirm gezeigte Zeit zuschauen und den dementsprechenden Loot abstauben. Und keine Sorge, das muss nicht an einem Stück sein, das kann auch in Etappen passieren. Denkt noch dran, euer Nexon-Konto mit Twitch zu verknüpfen, bei Fragen stehe ich dir natürlich zur Verfügung, da wir nämlich ab Release-Start täglich auch online sein werden, also, falls du Fragen oder Hilfe benötigst, schau doch gerne mal vorbei, Link zu Discord und Twitch packe ich dir in die Videobeschreibung oder in das angepinnte Kommentar. Und für die, die Lust haben, ich bin übrigens auch offizieller TFD-Content-Creator, das heißt, ihr könnt mich mit dem eingeblendeten Creator-Code kostenlos unterstützen und damit aber, genug gelabert, legen wir einfach direkt los. Also, beginnen wir mal mit den geplanten Seasons. Hier hat nämlich laut einer koreanischen Gaming-Seite einer der Produzenten ein Interview gegeben, in dem heißt es, dass es in der fünften Woche, also am 1. August, neue Inhalte geben soll. Nach dem Start wird es etwa 8 Wochen lang eine Preseason geben. Zu diesem Zeitpunkt werden Anfang August neue Descendants, neue Ultimate Descendants, Interception Battles und Gegenstandsbelohnungen hinzugefügt werden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge werden mit Luna ein neuer Descendant und die Ultimate-Version von Valvi mit hinzugefügt. Und in der 9. Woche beginnt dann Season 1, gefolgt von Season 2, logischerweise, und das dann circa 3 Monate später. Die Seasons sollen dann alle 3 Monate aktualisiert werden und jede Season wird mit neuen Descendants, Ulti-Descendants, Stories, Interception Battles, Dungeons, Skins, Waffen, Module, Bosse und zusätzlich mit dazukommen. Bedeutet im Klartext für uns, wir können uns erstmal ein bisschen einspielen, um das Spiel kennenzulernen und zu einem etwas späteren Zeitpunkt startet dann die neue Season mit frischem Content und neuen Herausforderungen. Kommen wir nun aber zu den drei neuesten Charakteren, die uns jetzt zum offiziellen Release zusätzlich mit erwarten. Starten wir mit Esimo, welcher als wandelnde Explosion betitelt wird. Ein Charakter, der mit seinem feurigen Auftreten imponiert. Er besitzt Haftbomben, welche er an Gegner oder auch im Gelände anbringen kann und diese zusätzlich frei wählbar detonieren lassen kann. Der nächste in der Reihe ist Enzo. Das wird der perfekte Charakter für dich, wenn du auf Waffendominanz und Chaos stehst. Wenn es um Munition geht, hat er unter den Descendants die Oberhand. Enzo hat nämlich die Möglichkeit, Munition über Unterstützungsdrohnen herbeizurufen und kann zusätzlich nahegelegene Drohnen bombardieren. Und zum Schluss fragen sie noch, was wohl passieren würde, wenn man damit wohl etwas Größeres beschwören könnte. Was uns da wohl in Zukunft noch erwartet? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und für die, die von euch eher die Koop-Support-Spieler sind, für die könnte Yujin interessant werden. Sie ist nämlich eine klassische Heilerin, die Gesundheit wiederherstellt und zusätzlich die komplette Truppe buffen, also verstärken kann. Auch erwähnt wurde, dass sie wohl eine bestimmte Synergie mit Jaber haben soll, was genau wurde aber nicht erwähnt. Da müssen wir uns also wahrscheinlich noch ein wenig gedulden. Und damit kommen wir nun zum letzten Punkt, den neuen Ultimate-Waffen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, da sind echt geile Dinger mit bei. Einige Ultimate-Waffen kennen wir nämlich bereits aus der Beta, dort hatten wir bereits die Wahl aus 11 verschiedenen, doch die wohl meistgespielte Waffe war mit Abstand die Thunder Cage, welche Schockwellen aktiviert, wenn man damit Gegner besiegt hat. Doch jetzt zum Release erhalten wir weitere 11 Ultimate-Waffen und auch hier kommt jede mit einer einzigartigen Fähigkeit daher, welche es nur auf dieser Waffe geben wird. Clairvoyance, also Hellsicht auf Deutsch, fügt Gegnern Frostschaden zu und kann zum Beispiel sehr gut mit Viessa kombiniert werden, indem man sich durch die Kombo von den beiden ein Frostbild zusammenbaut. Aber wie das Ganze denn im Endgame aussieht, wir dürfen gespannt sein. Für die, die lieber auf ordentliche Explosionen stehen, für die ist Greg's Reversed Fate vielleicht etwas. Und holy shit, das Ding sieht absolut genial aus. Diese Waffe kommt nämlich mit einem Skill, dass wenn man einen Gegner mit einem vollen Schild angreift, der Waffenskill ausgelöst wird, worüber ein großflächiger Luftschlag auf die Gegner niederschlägt. Und jetzt mal ernsthaft, wie geil ist das denn? Also das Ding werde ich auf jeden Fall testen. Und ganz zum Schluss wird uns noch Restored Relic gezeigt, ein Raketenwerfer mit zielsuchenden Raketen. Dieser erinnert mich so ein bisschen an die Gjallarhorn aus Destiny. Also, was meint ihr? Ist einer der drei neuen Descendants was für euch? Und vor allem, hat es euch eine der neuen Waffen angetan? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Und als Abschluss würde ich mich natürlich super über einen Daumen nach oben freuen, falls dir das Video geholfen haben sollte. Und falls du in der Zukunft nichts mehr von The First Descendant verpassen möchtest, lass dem Kanal doch gerne ein kostenloses Abo da. Denkt auch noch an unseren Community-Discord oder unsere täglichen Twitch-Livestreams ab dem offiziellen Release. Und damit danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Bis dahin, ciao, ciao.